jetzt die letzte Folge unserer kleinen Serie über Touristen in Köln. Und diesmal haben wir vier junge Briten getroffen, die zu Gast in Köln sind. Gemeinsam waren sie mit ihren Rucksäcken schon in ganz Europa unterwegs. Gerade sind sie mit dem Zug aus Tschechien gekommen, was eine durchaus anstrengende Reise war. Trotzdem war dann hier in Köln erstmal Party angesagt. Und das konnte man ihnen am nächsten Morgen ein kleines bisschen ansehen. Es war eine kurze Nacht im Hostel für die vier Studenten aus London. Schließlich wollten Tom, Chris und Co. gestern Abend direkt nach ihrer Ankunft erstmal das Kölner Nachtleben testen. Tom fand's cool. Erstmal sind wir nur so rumgelaufen, dann in irgendein Studentenrestaurant mexikanisch essen gegangen. War lecker, aber keine Ahnung, wie das hieß. Dann waren wir noch in verschiedenen Bars. Eine war so ein langer Schlauch mit Jazzmusik, mit so einem tollen Bassisten. Echt super. Und dann haben wir uns noch ein paar Bier besorgt und hier weiter gefeiert, bis wir todmüde waren. Wir hatten schließlich einen 8-Stunden-Trip aus Prag hinter uns. Hier wollen sie ihren Freund besuchen. Der heißt auch Tom und arbeitet gerade für ein paar Monate in Köln bei einem Motorsportunternehmen. Tom kommt auch aus London, wohnt aber im Moment in Ehrenfeld, ganz in der Nähe vom Hostel Weltempfänger, wo die Backpacker übernachten. Noch etwas verkatert macht sich die Truppe auf den Weg. Die Venloer Straße bei Tageslicht auch nicht schlecht. Seit 3 Wochen reisen die Backpacker quer durch Europa. Köln ist ihre vorletzte Station. Und der zugezogene Tom kennt ein gutes Frühstückscafé im Veedel. Köln ist ein guter Ort zum Leben. Die Leute sind freundlich und offen, eine sehr kommunikative Stadt. Und immer wenn ich sage, dass ich in Ehrenfeld wohne, sagen die Leute, super, viele junge Menschen und Studenten. Und Tom überrascht seine Londoner Freunde mit einem echten Knüller. Denn in diesem Café gibt es richtiges English Breakfast, perfekt nach der letzten Nacht. Endlich mal was aus der Heimat. Das hatten wir die ganze Zeit über nicht. Nirgendwo auf der ganzen Reise. Immer nur Müsli oder belegtes Brot. Was für ein guter Start in den Tag. Satt und zufrieden geht's Richtung Hohenzollernbrücke. Die Londoner Studenten wollen sich unbedingt die Liebesschlösser angucken. Davon haben sie schon viel gehört. Der Kölner Tom hat das System bereits selbst getestet. Hier hängt sein Schloss. Ist ihm allerdings fast ein bisschen peinlich vor den anderen. Es wäre mal interessant zu erfahren, wie viele von den Paaren noch zusammen sind. Also bei mir, da ist nichts mehr. War aber auch mehr nur ein Flirt. So, jetzt ist aber auch gut. Vielen Dank, Jungs. Wir haben Brücken mit Liebesschlössern in ganz Europa gesehen. Allerdings hängen da meist nicht so viele wie hier. Doch, in Krakau waren auch eine Menge. Die ganze Brücke voll. Aber da knipsen die Leute ihre Schlösser wieder ab, wenn die Beziehung in die Brüche gegangen ist. In London haben wir sowas nicht. Aber wir könnten es ja mal einführen. Und dann wollen die Backpacker noch einen ganz besonderen Blick genießen. Diesen gläsernen Turm hatten sie schon von der anderen Rheinseite aus gesehen. Wir erzählen ihnen, dass es obendrauf eine Aussichtsplattform gibt. Da müssen sie hoch, meinen die Weltenbummler. Und einen besseren Tag als diesen hätten sie kaum erwischen können. Absolut klare Sicht auf die Stadt. Köln liegt den Gästen zu Füßen. Es ist super, auf dieser Seite zu sein. Von hier aus kann man die Kathedrale richtig gut sehen. Das ist wirklich schön. Ich glaube, Köln wird unterschätzt. Das fällt mir jetzt auf, wo ich hier bin. Alle reden immer nur von Berlin. Dabei ist Köln so eine angenehme Stadt, nicht so überfüllt und laut. Man kann ganz in Ruhe überall rumlaufen. An so einem Tag wie heute ist es natürlich überwältigend. Morgen geht's weiter nach Brüssel und dann zurück nach London. Schade, dass die Zeit vorbei ist, meinen die Jungs. Aber sie nehmen jede Menge Erinnerungen mit.